Es ist leider jemand, der mit Nahkampf geht. Ich habe viele Leute getroffen, die mit Bögen komm her, komm. Rumgesprungen komm her. Sind. Das war nicht so richtig effizient. Hin und wieder mal so ein kleines Ding. Ja, da. Mit blauen Jeans, das ist der Wahnsinn. Das ist, fühlt sich, ändert halt auch am Spielgefühl tatsächlich was. Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play. Heute geht es um H1Z1. Wir haben uns ja bereits mit dem Titel letzte Woche zum Release, zum Launch befasst. Allerdings bis dahin noch nicht so viel gespielt, denn viele Dinge gingen noch nicht. Teilweise gab es Serverabstürze und wie ihr an dem Fazit des Videos, was es bereits zu sehen gab, mitbekommen habt, war es nicht so prall. Sascha und ich waren damals am Start und haben uns damit befasst und diesmal ist der David zu uns gestoßen, der sich auch ein wenig mit dem Spiel befasst hat und ja, wir wollen ein bisschen drüber reden, wieso der Eindruck bis jetzt dann inzwischen ist. Und vor allem gucken wir uns jetzt auch für uns live, bisher noch unentdeckt, den neuesten Patch an. Der ist nämlich jetzt, wo wir das aufnehmen, gerade aufgespielt worden. Ja. Und soll unter anderem dafür sorgen, dass man wohl Loot finden kann, auch in Containern, Schränken und so. Das, was ja ein völlig neues Erlebnis wäre. Ja, denn bislang hat man da gar nichts gefunden, außer irgendwelchen, was ist das? Ach, Zombies Start. Sind noch da, zumindest in dem Update. Jetzt blute ich auch schon, alles wunderbar. Die Server sind gerade erst hochgefahren worden, der Patch gerade erst aufgespielt. Das hat zur Folge, dass alle Server bei Nacht starten. Es dient immerhin der Atmosphäre dann. Ja, ist allerdings für unsere Aufnahme tatsächlich nicht so gut, also verzeiht uns, was das angeht. Wir werden eventuell versuchen, ein bisschen nachträglich das Gamma hochzuschrauben, falls es da Probleme gibt, das zu sehen. Ansonsten hoffen wir einfach darauf, dass es ein bisschen schneller wieder hell wird. Ja, bestimmt bald Tag. So, jetzt müssen wir natürlich da geht's doch schon. Ist das die Sonne oder der Mond? Ich glaube, ich fürchte fast, dass der Mond aufgeht. Na, bestimmt die Sonne. Positiv denken. Positiv. Ja, deswegen ist die Farbe dafür seltsam. Na, wir hoffen das Beste. Ja, aber es geht ziemlich schnell, wie es aussieht. So, jetzt gleich mal die... Das ist quasi gleichzeitig auch so eine Art Einsteiger-Tutorial, wenn man so will. Wobei, das werden wir auch noch separat anlegen. Erstellen, erarbeiten, aber trotzdem aufgepasst, denn so beginnt eigentlich ein ganz guter Anstieg. Wir packen das hier aus, dieses kleine Säckchen, dann haben wir nämlich schon mal die Bandagen bereit, die wir jetzt auch brauchen, weil rechts unten ist es zu sehen, wir bluten gerade. So, jetzt ist die Blutung geheilt. Und was ich jetzt normalerweise immer mache, ist, ich ziehe das T-Shirt aus und zerreiße es sofort. Warum, sehen wir gleich. So, wir haben die Klamottenstücke bekommen, die Klamottenfetzen. Und was wichtig am Anfang ist, dass wir irgendeine Waffe haben. Und dazu dienen diese Büsche hier vorne mit diesen langen Ästen, mit den langen Stöckern. Und hier rennt man einfach durch die Gegend, spammt ein wenig auf der E-Taste rum. Und schwupps, wir sammeln Woodsticks wie verrückt. Ja, ist nicht besonders intuitiv, weil es diverse Objekte gibt, die noch keine Bildschirmanzeige haben. Für hiermit kannst du irgendwas tun. Es gibt ja dann auch noch, kommen wir bestimmt noch zu so Büsche, wo man Beeren pflücken kann. Relativ gute Verpflegung, wo man vielleicht als Neueinsteiger auch nicht unbedingt drauf kommt, dass man die jetzt einsammeln kann. Genau. Aber mit dem Woodstick sind wir jetzt in der Lage, was zu entdecken. Weil das Crafting funktioniert bereits ganz gut im Spiel. Und dazu legen wir einfach ein Material rein. Und dann ist hier ein Satz, der aussagt, dass wir da möglicherweise was finden können. Also drücken wir auf die Taste. Und tatsächlich, wir haben den Wooden Arrow, also den Pfeil, den Holzpfeil entdeckt. Und wenn wir das mit dem Klamottenfetzen kombinieren, dann bekommen wir nämlich auch den Bogen. Wir können den also bauen. Ne, diese Klamottenfetzen basierten ja auf dem T-Shirt. Und jetzt haben wir also schon diese beiden Rezepte für den Bow. Den wir jetzt einmal schnell bauen. Zack. Und jetzt die ganzen Pfeile, die wir gesammelt haben. Ja, extrem nützlich, gerade am Einstieg. Vor allem auf PvP-Server. Ja. Wo ja gefühlt jeder schon mit Bogen rumläuft, ohnehin. Genau. Und einem hinterrücks in den Rücken schießt. Es ist auch so, dass dieser Einstieg mit dem T-Shirt zerreißen eigentlich nur momentan Sinn macht, denn später wird auch ein System eingeführt, wo es dann wirklich auch um Kälte geht. Und ne, wenn man das T-Shirt auszieht und es dann kalt ist, dann holt man sich auch ganz schnell Erkältung und so weiter. Deswegen, wer weiß, wie lange das eben aktuell sein wird, so ein Einstieg. Es wird heller. Es wird heller, ja. Es geht echt verdammt schnell und das war scheinbar die Sonne. So, wir haben auch keine Ahnung, wo wir uns befinden.
Ich bin auch schon mal gespawnt und da war wirklich, da bin ich irgendwo lang gelaufen. Ich war mitten in der Pampa, habe mich umgeschaut, da war nirgendwo ein Lebenszeichen, ein Zeichen für Zivilisation. Und ich bin dann so lang gelaufen wie hier auch. Es wurde ein bisschen dichter, der Wald, und dann war ich einfach zack, tot. Nach so 5 Minuten Lauferei. Es ist Alpha. Ja. Es ist Alpha. Ja, ich bin einmal irgendwo gespawnt, wo eine Straße in der Nähe war. Dachte ich, naja, mal langsam zur Straße vorpischen. Habe ich in der Entfernung schon gesehen. Oh, da fährt jemand mit dem Auto. Ist der freundlich oder nicht? Nein. Von 3 Minuten war ich schon überfahren. So kann es auch gehen. Das ist wahr. Und was jetzt? Ist das ein normaler Busch? Ich sehe es gar nicht. Das ist, glaube ich, ein normaler. Ich glaube, da rechts. Wenn ich ein bisschen. Ja, ich laufe einfach ins Helle. Ja, es gibt genug Blaubeerbüsche. Wir finden, da ist doch einer. Und sonst, dass welche sind. Ich spamme einfach mal. Ja, ja, da sind welche. Blackberries. Für den Anfang ganz wichtig, weil man doch relativ schnell, auch wenn sie es gepatcht haben und ein bisschen verlangsamt haben, ist es immer noch so, dass man schnell verdurstet, schnell verhungert. Und deswegen müssen wir uns auch schnell mit Blackberries eindecken. Also da vorne ist auch schon eine kleine Siedlung, was cool ist. Ja, die Bären sind halt relativ effizient, weil sie sowohl Hunger als auch Durst stillen. Also man muss eine ganze Menge davon einwerfen, aber man kann auch relativ viel finden. Also ist das nicht so das Problem. Ja. Ein bisschen blöd halt, weil die wirklich nur so 2% regenerieren und es ist... Naja. Aber dafür gibt es ja auch Zombies. Da ist also Heinz Z1 jetzt schon kurz nach Release DayZ weit voraus, denn hier sehen wir wirklich mehrere Zombies auf einem Bildschirm. Bei DayZ sind das aktuell immer so, keine Ahnung, einer pro 30 Kilometer. Was natürlich nicht so schön ist. Habe ich gestern erst gespielt. Das sind doch einige jetzt gerade am Start. Ja, ich bin neulich auch über so ein kleines, so eine Siedlung oder so einen Außenposten gestolpert. Da standen so ein paar Wohnwagen. Da waren, glaube ich, 6 oder 8 Zombies in diesem einen Lager. Also man kann da schon auf ganz schöne Sammlungen treffen. Ich finde die Zombies auch schon eigentlich ganz cool. Also grafisch kann man die sicherlich noch feintunen. In der Alpha ist ja vieles optisch noch Platzhalter. Aber so die grundsätzlichen Animationen und so, das finde ich schon ganz rund. Ja. So, aber jetzt die spannende Frage, ist in irgendeinem der Schränke hier etwas? Ich versuche mal das Lämpchen anzumachen. So, dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. Weil in DayZ vor dem Patch würden wir jetzt hier überall durchlaufen, 70 Schränke anklicken und nichts finden. Genau, oder 1000 und nichts. Also alles schon gehabt, das ist wirklich grauenhaft gewesen. Mal gucken. Super frustrierend. So. Und jetzt, okay. Da ist nichts drin. Allerdings war die Tür auch offen. Ja, also es kann gut sein, dass hier jetzt schon einer drin war. Was davor schon funktionierte, war, dass der Loot auch, also dass der Loot auch hier überall nicht in Containern spawnt. Also Container werden im Grunde die ganzen Schränke, Fässer und so weiter genannt. Außerhalb funktionierte der Loot schon ganz okay. Aber in den Containern, also im Fahrzeug zum Beispiel, war noch nichts zu holen. So, jetzt mal gucken. Jawohl. Gut, aber der Fehler wurde behoben an sich. Also ich nehme an, hier ist auch in der Nähe einer gespawnt, weil es gibt immer noch feste Spawnpunkte auch in der ganzen Pampa verteilt und es kann gut sein, dass hier einer war. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir irgendwo anders noch was. Ja, hier steht die Tür auch offen. Der Vordereingang allerdings nicht. Vielleicht hat er einen Schrank übersehen. Mal gucken. Hier ist sowieso nichts. Oh, oh, sieh mal einer an. Hunting Rifle. Ist doch schon mal ein ganz guter Anfang, eine Hunting Rifle. Allerdings fehlt natürlich die Munition. Also von daher. Hier ist auch nichts, ne? Aber trotzdem schon mal ein besseres Erlebnis, als ich vor dem Patch jemals hatte. Ja, wobei eine Waffe habe ich auch schon öfter gefunden, aber die Munition war einfach nicht da. Das war ein bisschen blöd. Ich meine, was willst du mit so einer Waffe? Wir können höchstens vielleicht ein bisschen auf Dicken machen. Ein bisschen Leute bedrohen, wobei die gehen eigentlich auch meistens davon aus, dass man eben keine Munition hat. Für so Objekte, die rumliegen übrigens, es gibt ja auch Dosen zum Essen teilweise, die mal irgendwo rumliegen, wenn man da Probleme hat, die irgendwie zu treffen, anzuvisieren oder sicher gehen will, dass da nichts ist. Es gibt übrigens auch in dem Charakterfenster im Inventar gibt es so eine extra Spalte für Items in der Nähe, worüber man dann auch mit denen interagieren kann. Da nicht eben ganz viele Zombies? Ach doch, da. Ja, die stehen überall so rum. Oh, Metal Sheet. Sehr gut. Also schon eigentlich ganz gute Quote. Ich glaube, 4 Sachen haben wir durchsucht. Und jetzt schon ein paar so gefunden. Metal Sheet ist insofern nicht schlecht, dass wir ein Messer daraus formen können mit... War das Woodsticks? Ich muss gerade mal gucken. Ground Temper. Auch nicht schlecht.
Okay. Aber Moment, das ging doch irgendwie noch. Ja, das brauchen wir nicht. Das macht Bandagen. Moment, irgendwie, dann war das, glaube ich. Gut, Pipe haben wir jetzt auch kennengelernt. Wie war ein Messer? Messer war, glaube ich, nicht Woodstick, ja, sondern wahrscheinlich. Oh. Teller, der Teller. Kollege wird gleich aufmeister. Nächster Wagen. Oh, da ist auch einer auf der anderen Seite von dem Auto. So. Zwei sogar. Moment. Wo ist der Bogen? Hinten auch noch. Genau. Frühquartier. Uha! So. Ja, mit den sehr behelfsmäßigen Animationen muss man halt leben derzeit. Wow! Was? Wo kam? Hä? So schnell war ein Ninja-Zombie. Was war das denn? Da! Der da! Gut, so viel also zu Zombies. Der Chuck Norris der Zombies. Ah. Ja, so kann ich die auch nicht gut treffen. Das ist schon. Moment, Moment. Wir haben die Schwierigkeitsgrad erhöht mit dem Patch. Schwierigkeitsgrad, dass die so ein bisschen weglischen. So. Pass mal auf, Freunde. Ja. Die Pfeile bleiben immer noch in der Luft hängen. Das ist auch noch ein bekannter Bug. Das Witzige ist, wenn man mit einem Jeep unterwegs ist, dann explodiert das Fahrzeug, wenn man gegen solche fliegenden Pfeile fährt. Wobei das mit dem Patch angeblich jetzt gefixt sein soll. Angeblich, ja. Tatsächlich so ist. Naja, hier sehen wir es ja, ne? Also die. Ich weiß natürlich nicht. Vielleicht ist nur dieser Schaden. Oh, ich blute. Aber du hast ja vorgesorgt. Ja, genau. Nichts dabei. Na komm schon, kann man ihn noch aufheben. Kriegt man das noch hin? Nein. Nee. Aber den hier. Schnappen wir aus der Luft. So. Alles klar. Ja, diese Häuser kann man eigentlich auch noch durchsuchen. Ne? Wenn da so viele Zombies sind, dann sieht das, ist es aber nicht so, dass da einer reingegangen ist. Der hat hier angelockt. Ach komm schon. Der Nahkampfschaden soll angeblich auch verändert worden sein. Hey. Komm schon. Jetzt. Ja, das ist nett von ihm. Solange er uns nicht auf uns haut, ist alles cool. Hau mal nicht auf uns. Wir grüßen ihn einfach freundlich. Hey. So. War hier irgendwas? Ja, durchsucht man die Sachen. Wir rücken schon mal ein bisschen vor. Guck dir das an, was wir uns schon angeguckt haben. Noch mehr Zombies. Ja. Ist da irgendwie die Spawnrate erhöht? Naja, wobei, wie gesagt, vor dem Patch gab es auch schon so Camps, wo relativ viele da waren. Naja, ich find's auch cool, wenn da eben solche, ja, solche Arten von Zombies da rumhängen. Die ein bisschen langsamer sind in Gruppen, das habe ich alle mal lieber als irgendwelche Zombies, die super schnell auf einen zurennen oder irgendwie sich stapeln können, wie bei War Z oder so ein Blödsinn. Ja, ich finde auch die Verteilung tatsächlich gar nicht so schlecht. Also man kann ja auch mal durchaus 10 Minuten rumlaufen, ohne einen Zombie zu treffen. Dann ist man im Wald unterwegs, dann stolpert da vielleicht mal einer rum, der einen überrascht. Dann ist man wiederum in einem Haus und wird angeknabbert. Ist das so? Da ist doch einer, oder? Ich weiß es eben nicht. Doch! Ah. Hi! So was. So begrüßt man doch keine Gäste. Ich sehe ganz knapp seine Augen, so, da war er. Ja, also jedenfalls, dann trifft man vielleicht mal einen, so einzeln im Wald, und dann kommst du an so eine Stelle, wo halt vielleicht noch mal 10 sind. Das wirkt auch nicht so sehr künstlich platziert von Spieldesignern, sondern tatsächlich einigermaßen, als könnte das halt so sein in der Welt. Noch mehr Gebrunze. Hier ist einfach mal so gar nichts. Vielleicht sollte man sich auch nicht so lange damit aufhalten und dann mal weiterziehen. No, wobei, was heißt denn gar nichts? Ah, natürlich kein Platz. Machete ist auch am Start, was gut ist, was sehr gut ist. Da steht übrigens einer vor der Tür. Ja, den werden wir gleich mal macheten. Gut, da haben wir jetzt natürlich ein kleines Problem. Das ist jetzt übrigens diese Anzeige für Gegenstände, die in der Nähe sind. Also darüber kann man die im Zweifel auch finden, falls man Angst hat, was zu übersehen. Vielleicht lieber Pistole als die Metal Sheet. Und wenn man Dinge, eigentlich diese Lampe braucht man eigentlich nicht unbedingt. War jetzt eher nur wirklich aufgrund der Dunkelheit, dass ich die benutzt habe. Ja, und jetzt halten wir nämlich diese Machete, die eigentlich. Ey, du Sack! Ganz cool bleiben! Schon wieder vorbei mit der Freundschaft. So sind sie, die Spieler! So sind sie!
Komm her, du Sack. Komm. Ja, da muss man auf PvP-Servern auch tatsächlich aufpassen. Da geht es schon relativ ha, du hast rau, geschlagen. Rau und zur ich Sache derzeit. Schlag dich, du Sack. Komm her. Schnell nebenbei ein paar Bären aufsammeln. Ich. Ja, stimmt eigentlich. Gute Idee. Ja, er hat gesehen. Ja, eigentlich sollten wir dem echt aus dem Weg gehen. Da steht er, da steht er. Vielleicht können wir den irgendwie so ein bisschen auskontern. Und ihm von hinten kommen. Es ist leider jemand, der mit Nahkampfwaffe geht. Ich habe viele Leute getroffen, die mit Bögen rumgesprungen sind. Das war nicht so richtig effizient. Ich kann nicht schlagen! Jetzt kann ich schlagen. Nee, Stamina? Nee. Nee, jetzt kann ich nicht schlagen. Ich kann nicht schlagen. Es ist blockiert. Das ist, glaube ich, die Waffe, oder? Weil die auch so rot hinterlegt war. Moment. Ich kann echt nicht schlagen. Ach so, also mit den Zombies. Das ist blockiert einfach. So, jetzt? Ja, jetzt kann ich wieder schlagen. Das ist echt herrlich. Aber das sind alles solche Sachen. Wo ist denn der? Er ist, glaube ich, wieder reingelaufen. Den will ich schon noch gerne packen jetzt. Der muss doch bestraft werden eigentlich. Also, ja, sowas geht nicht. Eigentlich nicht, nee. Das ist hier nicht, das ist nicht Hello Kitty Insel Spaß. Sammel ihm vorher die Bären weg, bevor er noch... Ja. Wie viel Health haben wir? 31%. Er müsste eigentlich weniger haben. So, da hat man die Büsche auch noch mal bei sollen die irgendwie die Zombies holen. Hm, soll ich noch in das andere Haus rein, auf die Gefahr hin irgendwie überrascht werden? Ja, zu werden kommt er wieder da rein. Da sind aber auch Zombies am Start. Ich laufe mal direkt ans Kraftwerk. Durch das untiefe Wasser. Ja, wobei das ja auch zu den Sachen gehört, die die Entwickler gesagt haben. Also Wasser ist derzeit nur knietief. Das soll irgendwann mal anders werden. Das ist ja auch so der große Streitpunkt. Ist das wirklich... Also grundsätzlich mit Early Access, mit der Idee, können sich, glaube ich, viele Leute anfreunden. Ich glaube, das Problem, was H1Z1 so ein bisschen hat, ist... War da jemand? Nee. Es kommt ja nicht von einem kleinen Indie-Studio, wo man das natürlich verstehen würde. Die brauchen dann vielleicht auch einfach das Geld, um überhaupt weitermachen zu können. Sondern von Sony Online Entertainment, wo man erwarten müsste, wenn die sowas machen, dann kommt das irgendwie in einem etwas fertigeren und runderen Zustand. Ist das was dich stört? Also, dass du das so abgleichst, wer der Entwickler und der Publisher ist absolut, und in welchem Zustand aber auch das der dann rauskommt? Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es, wenn jetzt zum Beispiel ein kleiner Indie-Hersteller, der sowieso gerade mal genug Geld hat, um das Spiel überhaupt zu releasen und ein paar Angestellte, wenn überhaupt, zu bezahlen. Und dann eben bei einer Early-Access-Version in solch frühem Zustand zur Kasse bittet, dann finde ich, ist es noch irgendwo okay. Da kann man sagen, okay, wir vertrauen euch Jungs, wir geben euch Geld schon mal im Voraus sogar, weil ihr eine gute Idee habt. Aber bei einem Milliardenkonzern, beziehungsweise wenigstens Millionen, was die Sparte Sony Online Entertainment angeht, finde ich das mehr als lächerlich. Da und vor allem nicht nur das zur Kasse beten, das ist ja gar nicht mal so schlimm, sondern auch der Zustand des Spiels an sich. Ich meine, gut, jetzt haben sie ein paar Patches rausgebracht innerhalb von weniger Tage. Wow, Wahnsinn, Dankeschön, dass ihr für unser bezahltes Geld auch was macht. Aber der Zustand des Spiels zum Launch, also das, was man dann eben, ja, als man eben die 20 Euro gezahlt hat für das erste Mal spielen, der war einfach desaströs. Das ging gar nicht. Null Loot. Es war schon noch sehr, sehr, sehr Alpha. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also fast schon Pre-Alpha irgendwie. Was allerdings funktioniert, ist Crafting. Das Crafting-System, da gibt es jetzt nicht so viele Bugs oder so. Also überhaupt das ganze Inventarsystem, wie man die Sachen aufsammelt. Gut, das ist jetzt nicht gleich die feinste Art, die man hier sieht. Mit E-Spam durch die Büsche laufen. Aber grundsätzlich funktioniert es so, wie es funktionieren soll. Und das ist schon ganz schön. Ja, so ein bisschen bauen kann man ja auch schon. Ich habe schon so ein paar so halbfertige Hütten von Spielern errichtet gesehen. Das sieht alles noch nichts aus natürlich, weil Alpha im Grafik viel Platzhalter. Aber immerhin funktioniert das schon mal so ein bisschen. Also ich finde, wenn es mal läuft und jetzt potenziell auch mit dem Loot, das macht ja bisher tatsächlich einen recht ordentlichen Eindruck seit dem Patch. Ja. Wir hoffen mal, das liegt jetzt alles auch am Patch. Wir haben Sachen gefunden, endlich. Ja. Also wenn es funktioniert, ist es, glaube ich, schon okay. Letztendlich muss halt tatsächlich jeder selber wissen, ob ihm das 20 Euro wert ist. Ist halt jetzt auch kein Kleckerbetrag. Also, beziehungsweise noch mehr, wenn man diese, wie heißt sie, Premium, Deluxe, Premium, glaube ich, Edition ja kauft. Kommen wir da hoch? Ne, schwerlich. Verschiedene Autos. Ich habe ja noch kein funktionierendes Auto gefunden. Wieso so ein halb funktionierendes, meinst du? Also ganz funktioniert, ich weiß auch gar nicht, ob da Autos wirklich rumstehen, die sofort funktionieren, die alles drin haben. Aber, Nee, ich glaube, ich habe bis jetzt noch nicht mal eins gefunden, wo man das mal hätte reparieren können. Achso. Fehlen ja dann teilweise so ein paar Teile, wenn die Batterie fehlt oder so. Aber ich habe schon öfter solche gesehen und dann, als ich es brauchte, durch Glück habe ich so einen Rucksack gefunden, wo mit 1000 Platz, habe dann wirklich, dadurch, dass ich in so einer Vorstadt durch die Garagen gelaufen bin,
habe ich die ganzen Autoteile zusammen gehabt und habe dann plötzlich kein Auto mehr gefunden. Das war ein bisschen unglücklich. Das war ein bisschen schade. So, hier war auch schon jemand, so wie es aussieht. Manche Zombies kann man da übrigens auch... Ist das Spieler und der war hier auch schon drin. Da muss man echt... Oh, das ist, glaube ich, ein Spielerbeutel, oder? Ja, Zombies können das, glaube ich, auch hinterlassen, oder? Ui. Oh, alles klar, es gibt Loot! Es gibt Loot! Ich glaube, das esse ich aber mal gleich. Bei 47 Hydration und Energy sieht auch nicht so toll aus. So, Hunger ist jetzt auch ein bisschen gestillt worden. Da kloppen zwei auf... Sind das zwei Spieler? Ja, tatsächlich. Wir kommen in Frieden. Das war nicht, dass das der Typ aus dem Haus ist. Ne? Ich glaube, der sah ein bisschen anders aus. Hey. Ja, Noch sieht's okay aus. Nicht den Rücken zu drehen. Wo kommt das Geräusch her? Irgendwo hier drin, oder? Vielleicht ist da noch ein. Noch mehr Zeug. Ja. Wahnsinn. Da ist einer. Ganz schön voll. Man trifft auch andere Spieler, ja. So viele auf einem Haufen habe ich auch noch nicht gesehen. Echt nicht? Nee, ich schon öfter. Also, das war auch ganz oft so, dass die Karte ist jetzt groß genug, aber man trifft wirklich super auf Spieler. Das ist eigentlich... Teilweise wirkt es auch echt ein bisschen übervölkert. Das liegt auch daran, dass es wirklich auch viel Pampa gibt. Aber in den Pampa gibt es immer nicht viel, außer vielleicht Bären. Die Leute haben es dann schon eher auf die Städte abgezielt oder laufen auf der Straße entlang. Und wenn man sich dann da quasi die Größe der ganzen Fläche der Straßen, wenn man sich die zusammenrechnet, dann ist es eigentlich gar nicht so viel Platz für bis zu 200 Spielern. Ja, es dürfte gerne noch ein bisschen größer sein. Aber das ist auch der Plan, also von daher. Airdrop hat noch keiner angefordert. Nicht in der Nähe zumindest. Nee, weil schon wieder. Selbst das zurückgegangen ist, ne? Das mit dem Airdrop. Das war auch so ein Anfangsphänomen eher, weil die Leute, die 20 Euro gezahlt haben, bevor es die Premium-Variante gab, die Premium-Variante bekommen haben mit dem Zusatzgut. Das war, glaube ich, so in den ersten Stunden bei Steam. Ich hatte zum Beispiel das Glück. Normalerweise bekommt man für 36 Euro dann nämlich solche, ich glaube, zwei Airdrops oder sowas umsonst. Und dann war das so, dass in den Anfangsstunden des Spiels dann jeder diesen Airdrop benutzt hat. Und dementsprechend kam das dann die ganze Zeit vom Himmel. Ja, ein Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, dass da ein Hammer drin ist, ja. Also das Spiel ändert sich echt radikal, wenn man eben auch was findet. Ja, es ist halt einfach, also davon abgesehen, dass das natürlich auch alles Funktionalität hat, ist auch einfach ein viel befriedigenderes Gefühl. Also ich meine, es muss ja nicht überall drin sein, das wäre auch komplett albern. Ja. Aber wenn man halt wie in der Anfangszeit eine halbe Stunde rumläuft und nichts findet, dann ist man halt auch so, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich mache jetzt irgendwas anderes. Hin und wieder mal so ein kleines Ding. Ja, der blaue Jeans, das ist der Wahnsinn. Das ändert halt auch am Spielgefühl tatsächlich was. Ja, total. So, jetzt habe ich das hier geschreddert. Oder auch nicht. Was ist denn da los? Was passiert da? Serverleck. Ach, weißt du was? Wir machen die einfach die Hose kaputt, die neue. Blau fällt eh auf. So, jetzt haben wir vier Scrap of Cloth. Und wenn wir die nämlich reinziehen, dann entdecken wir einen Art Beutel. Da ist es. Und wenn wir diesen nämlich dann craften, dann haben wir sage und schreibe 300... Nein, jetzt habe ich zwei entdeckt, gemacht. Habe ich? Nee, nur einer, oder? Ach, ich dachte, ich habe mich verklickt. So, und jetzt haben wir diesen Sack und der hat 300 Fassungsvermögen. Und das ist doch mal was. 300. Passt sogar der Hammer rein. Das ist mehr, als wir bislang hatten. Stimmt, da passt sogar der Hammer rein. Wobei ich noch nicht geschnallt habe, wofür der Hammer eigentlich da ist. Da heißt es irgendwie, man kann Sachen reparieren. Ach, der war weiter unten war im Auto. Ja. Ja. Egal. Wir haben gesehen, dass er da ist. Das ist ja schon eine gute Nachricht. Bärenbüsche. Ja, es ist langsam Tag geworden. Ja, was ist sonst so dein... du hast ja auch deutlich mehr DayZ gespielt als ich zum Beispiel. Was macht denn H1Z1 gut bisher, deiner Meinung nach? Oder vielleicht auch ein bisschen besser als andere Spiele des Genres? Ja, du weißt Gott nicht, das Erste, was so versucht, diese Atmosphäre aufzubauen. Das Witzige ist, so mies es gelaufen ist, so gut läuft es irgendwie auch. Weil das, was bei DayZ
ich habe ja nun Daisy gestern zum Beispiel das letzte Mal wieder gespielt und da gibt es immer wieder so, immer noch trotz den ganzen Jahren Entwicklungen, gibt es immer wieder so Friemeligkeiten mit Items verschieben und solchen Sachen. Also das ist schon mal die erste Sache, die hier einfach mal von Grund auf ganz gut funktioniert. Ich klicke hier drauf, loote und ich schiebe das Ding einfach rüber. So, und bei DayZ ist es immer noch so, dass man sich fragt, ey, Moment, wieso kann ich das jetzt nicht rüberschieben und was ist da los? Und irgendwer leckt da durch die Wand, so ungefähr. Also das ist halt immer noch nicht ganz perfekt. Das ist natürlich auch serverabhängig und all solche Geschichten, aber ja, nach den vielen Jahren der Entwicklungszeit geht mir das schon langsam auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten, es ist ein bisschen, ja, es wirkt an sich auch ein bisschen lockerer, es ist ein bisschen zugänglicher. Hier ist übrigens eine Axt, also hier, es ist einfach auch nur zu finden, wie es aussieht. Die hat allerdings 500, was das aber recht ätzend ist, aber ich weiß gar nicht. Kann man das überhaupt kombinieren, einzelne? Weil sonst geht es doch gar nicht, oder? Achso, ja gut, direkt austauschen. Ja, ne? Ich meine, die Machete ist beschädigt. Von der Funktion her müsste es aufs Gleiche kommen. Aber nee, warte mal, Moment. Doch, die ist 1500 wiegt die. Aber kannst du damit nicht sogar Holz hacken dann? Eben, ja. Das ist ja auch recht nützlich. Wobei das geht hier auch. Moment. Wobei mit dieser kleinen Axt. Achso, die geht nur für Fleisch angeblich? Okay. Weiß ich nicht. Müsste man laut dem Text stand da gerade nur Fleisch. Aber ja, also da ist auch schon ein bisschen was drin, so gerade was das Crafting-System angeht. Da war ich eher ein bisschen überrascht, dass das schon so komplex, Gänsefüßchen noch natürlich, aber dass da schon so viel dran ist. Und was mich grundsätzlich auch freut, dass da eben auch ein Publisher dahinter steht mit Sony, der eben Erfahrung auch schon mit Online-Spielen hat. Und das, so ein Projekt ist nun mal ja ein MMO-Projekt. Und wenn man dann eben Erfahrungen gesammelt hat mit einigen Spielen wie EverQuest, wie Planet Side 2 zuletzt, und die Engine basiert ja auch ist quasi eine modifizierte Planet Side 2 Engine. Und wenn man da die Erfahrung gesammelt hat und dann eben tausende von Spielern auf den Server unterwegs waren, hunderte auf einem Bildschirm, und das lief alles weitestgehend lagfrei und so weiter, dann ist das eine tolle Voraussetzung, um eben so einen Zombie-Titel so umzusetzen, dass es funktioniert. Quasi so eine Art vollständig funktionierendes DayZ. So funktionierend wie der Loot. Schon wieder. Ja, schon wieder was gefunden. Man weiß gar nicht mehr, was man alles einsammeln soll. Aber gerade das mit der Engine ist auch was ich tatsächlich sehr gut finde, weil die hat halt schon ein Live-Spiel gesehen und muss schon ein Live-Spiel betreiben. Und mit Planet Side 2 ja nur auch eins, wo eher relativ viele Spielercharaktere aufeinandertreffen. Und ich finde, das merkt man auch. Also du siehst natürlich auch im aktuellen Zustand nicht so bahnbrechend aus, dass man da wahnsinnige Hardware-Anforderungen erwarten würde. Aber gerade so frische Engines von anderen Spielen, wo es gerade noch mitten in der Entwicklung ist, die sind halt einfach unperformant, weil auch noch keine Optimierung gelaufen ist. Und H1Z1 in dem Zustand läuft auch schon auf etwas schwächeren Rechnern schon relativ rund, weil die Engine halt einfach fertig ist. Genau. Das ist schon auch nicht zu unterschätzen. Genau wie die Tiefe da. Allerdings. Was eben auch funktioniert, ist das Wettersystem. Das, oder Tag-Nacht-Wechsel. Man sieht es ja. Wir haben bei Nacht angefangen, jetzt verändert sich das Wetter. Wenn die Wolken näher kommen, dann regnet es auch. Es soll sogar, was wahrscheinlich noch nicht im Spiel ist, oder ich habe es wirklich noch nie erlebt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber was definitiv eben auch kommen soll, ist zum Beispiel Schneefall. Und Schneefall bedeutet dann nicht nur, dass von oben nach unten Schneeflocken runterrieseln, sondern dass der Schnee liegen bleibt und dass es dann weiß wird, die Landschaft. Und so weiter. Und das im Wechsel, das sind einfach tolle Grundvoraussetzungen. Ohne dass eben der Server neu starten muss, dass es irgendwas da völlig abspackt. Ne? Alles so Sachen, die kennen wir eben von DayZ und da hat es nicht so gut funktioniert. So. Ah, der hält ein bisschen was aus. Sehr stoisch. Und das Schöne ist, dass Zombies manchmal auch Loot fallen lassen. Und was gab's? Klamotten. Zombiestoff. Ist aber nicht so schlecht, da können wir nämlich Bandagen herstellen. Also die Axt mal kurz an einem Baum ausprobieren? Also wahrscheinlich tut's ja nichts. Stimmt, du kannst ausprobieren. Das Schöne ist, es gibt auch ein paar Geheimnisse drin. Und unter anderem ist es so, dass wenn man, ich glaube, das war, wenn man eben Zombies im Nahkampf erledigt, sprich mit Äxten oder mit Messern. Oh, jetzt haben wir eine Blutung. Dann können die nämlich eine Quest fallen lassen. Und in der Quest, da ist, glaube ich, ein Notizzettel und dann stehen da Koordinaten drauf. Und wenn man diesen Koordinaten folgt, so Geocache-mäßig,
Dann findet man den Cache-Punkt und findet dort eine Truhe, die Ausrüstung enthält. Und sowas ist zum Beispiel eine coole Geschichte auch. Ist wieder was. Ja, was ja auch noch kommen soll, was ja derzeit noch nicht drin ist, dass man sich mit dem, also dieses H1Z1, der Titel, der ist ja, was man alles findet. Ja Wahnsinn, ne? Ja, der Titel, das ist ja der Virus, der für die Zombifizierung in der Welt von H1Z1 sorgt. Und mit dem soll man sich ja auch irgendwann dann, wenn das Spiel weiter ist und das entsprechende Element fertiggestellt, infizieren können. Dann so langsam zum Zombie werden und es soll dann auch die Möglichkeit geben, weil sich dadurch auch die Sinne verändern, was spielerisch durchaus auch von Vorteil sein kann, durch die richtige Menge an Medikamenten, das dann so im Zaum zu halten, dass man irgendwie die Vorteile des Halbzombie-Daseins genießt, aber noch nicht komplett zum Zombie wird. Das klingt auch wie so ein ganz spannendes Minispiel eigentlich. Da muss man natürlich überall noch gucken, klingt teilweise auch alles sehr ambitioniert, was die Herrschaften da so vorhaben oder versprechen. Holzaxt, also mindestens mit der kann man noch Bäume. Ja. Also da muss man halt mal gucken, was da überall draus wird, aber Ideen haben sie, glaube ich, schon coole. Du könntest gegen das Gewehr austauschen, ja, für das keine Munition da ist. Achso, es hat geklappt. Wenn da jetzt auch noch was drin ist. Wahnsinn. Leere Flasche kann man nämlich befüllen, wenn es regnet. Oder am Fluss, glaube ich, sogar auch. Ja, Brunnen geht auch, aber das Brunnenwasser ist halt dreckig, das kostet ja dann Gesundheit, das muss man erstmal abkochen. Das geht aber, glaube ich, auch schon. Ja, und übrigens das, was du eben angesprochen hast mit den Infektionen. Ich habe bereits eine Spritze finden können und okay. Mit der Spritze konnte man sich selbst anspritzen sozusagen, beziehungsweise rausziehen, das Blut, und dann muss man es wahrscheinlich irgendwie kombinieren, was eventuell noch nicht geht, und infizieren sicherlich natürlich auch nicht. Also, aber man ist schon echt... So bei Details und so ist man schon weiter, als der Eindruck auch vermittelt. Boah, es ist jetzt neblig geworden. Düster irgendwie. Ja, auch so gammelig die Grafik teilweise noch aussieht, so atmosphärisch vom Beleuchtungssystem her und die Ansätze des Wettersystems, die schon drin sind, ist auch schon stimmig. Also ja. Atmosphäre kommt da definitiv auch eben auch dann durch die Animation der Zombies und so. Es ist, die aktuelle Fassung ist, glaube ich, so ein ziemliches Auf und Ab. Man hat schon Momente, wo man sich denkt, ey, das ist cool. Wo man auch so ein bisschen vergisst, in was für einem Zustand das eigentlich ist. Und dann kommt man um die nächste Ecke und denkt sich wieder, ach ja, Early Access, sehr, sehr frühe Alpha. Ja, wobei man jetzt eben durch den Loot-Patch da eine ganz andere Grundlage hat. Oh, komm schon, ehrlich. Da geht's wieder los. Ja, nicht nur wieder los, ich glaube, die töten uns gleich. Wir haben nur noch 8% Lebensenergie. Und der schoss eigentlich ganz gut. Ich hau einfach mal ab. Lauf hier ein bisschen zickzack, damit er uns auch garantiert nicht trifft mit dem Bogen. Aha. Nicht vorbei, Kumpel. Ja, ich hatte das auf dem PvP-Server auch. Da bin ich von mehrere Male in Folge nach dem Respawn von Marodierenden. Es waren immer Zweier-Teams mit Bogen, die irgendwie auf Leute losgegangen sind. Auch gnadenlos in den Rücken, wenn man irgendwo gekniet hat. Voll. Das sieht schön aus gerade. Das sieht fast wirklich schön aus. Ja, man erkennt die Textur halt auch nicht so. So, jetzt wird es leider wieder dunkel. Fürs Video nicht ganz so gut, aber... Bäume fällen. Oh, ja, wir müssen ja noch fliegen, hier obwohl die haben wir, glaube ich, verloren inzwischen. Oder? Läuft da noch mehr, glaube ich. Na, wollen wir mal austesten. Vielleicht möglichst da, wo man es irgendwie auch halbwegs sehen kann. Das ist echt blöd mit der Nacht jetzt gerade. Ja. Ah. Na komm. Na? Klick, 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 klick. Hau zu. Nee. So, ja, Moment. Ist ein bisschen... Jetzt haben wir den. Ja, vielleicht muss man mehrere stellen. Das wäre ja sehr raffiniert. Vielleicht. Komm! Schlag zu jetzt. Jetzt! Aber er fällt noch nicht. Jetzt! Hat nicht geschlagen lassen. What the? Boom. Alles klar. Sogar sowas ist halt schon drin. Also es hat noch keine Auswirkungen. Ich habe schon Videos gesehen, wo es einmal so durch in Häuser reingeklippt ist. Aber immerhin. Cool. Vier Woodlocks. Das Problem ist jetzt nur... Kein Platz. Kein Platz. Aber schön, dass wir es ausprobieren konnten. Ja. Wollen wir einfach mal so ein bisschen der Road hier. Achso, Hydration sieht nicht gut aus, Health auch nicht. Ich werde jetzt mal Bandagen erstellen.
Oder haben wir das schon gehabt? Im Zweifel gibt es auch noch die Wunderwaffe Bären. Ich glaube, Bandagen haben wir noch nicht selber gebaut. Ja, aber die gab es von vornherein, muss man nicht entdecken. So, Bandage. Das halt nämlich auch ein bisschen über Zeit. So, da beginnt es schon. Man sieht es hier, unten rechts. Und jetzt heißt es tausendmal auf rechts, links, links klicken, damit man die blöden Bären frisst. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass man da nicht sagen kann, ist halt gleich 10 oder so. Wenn man die schon in der Hose mit sich rumträgt, vielleicht sind die auch schon alle zerquetscht. Aber es gibt auch so viele Items. Also wenn man sich solche Item-Wikis anschaut, dann sieht man auch die ganzen Kombinationsmöglichkeiten. Es gibt, man kann Blaubeerkuchen machen, man kann Blaubeersäfte machen, man kann Kaffee kochen, man kann Kaffee mit Zucker kochen, man kann die verrücktesten Sachen machen. Also das geht bereits, die ganzen Sachen. Und das finde ich eben ganz cool, dass man da schon wirklich das benutzen kann, ohne dass die Welt zusammenbricht, dass der Server abstürzt und solche Sachen. Ja, und was man ja auch für Leute, die an DayZ vielleicht auch immer die Lust verloren haben, gerade weil, wie auch hier zu sehen, man dann von Leuten umgeschossen wird, es gibt ja auch schon reine PvE-Server. Ich glaube, bei DayZ ist das immer noch eher, da müssen sich dann alle dran halten, oder? Das ist noch nicht vom Server forciert, tatsächlich. Ja. Genau. Das ist hier eben schon der Fall. Und was ich auch ganz nett finde, es gibt ja auch verschiedene Serverregeln, wo man ja dann zum Beispiel, neulich war ich mal auf einem PvE-Server, wo man dann auch nur aus First Person spielen kann. Ansonsten auf anderen Servern kann man ja zum Beispiel in Third Person wechseln. Oder wo Zombies dann tatsächlich auch nur zu töten sind mit Kopfschüssen. Finde ich so von der Idee her auch ganz nett. Die unterschiedlichen Server-Modi und die Regeln, die dann da dran hängen. Und Battle Royale gibt es auch. Hast du schon mal drin? Nee, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die Server jetzt aktuell funktionieren. Aber was auch nämlich geplant ist, wenn man so ein Battle Royale übersteht, also Battle Royale basiert auf dem bekannten japanischen Film, auf dem wiederum die viel bekanntere Teenie-Serie, wie heißt es noch, Tribute von Panem und so basiert. So, das Prinzip ist wie im Film, mehrere Leute treffen sich und müssen sich gegenseitig umbringen, bis nur noch einer überbleibt. Das ist Battle Royale, das ist der Spielmodus und den gibt es hier auch als Server-Modi. Server-Modus und wenn man den aber gewinnt oder Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster wird, bekommt man irgendwie Preise, ne? Es soll so verschiedene Event-Server geben. Also Battle Royale ist jetzt der erste, der drin ist oder so halb drin ist, weil die Server sind meistens tatsächlich ausgegraut. Da sollen dann halt so Minispiele, Event-Server geben, für die man sich Tickets entweder kaufen kann. Das ist halt auch nochmal eine Möglichkeit zur Monetarisierung dann. Es soll ja ein Free-to-Play-Spiel werden. Oder man soll die wohl auch sich in-game verdienen können. Aber das ist derzeit, also ich hätte zumindest noch keinen gesehen, aber mit Beute war es ja eh so ein Thema. Tja, ich glaube, weiter kommen wir hier sowieso nicht mehr. Wir haben ja jetzt auch quasi einen kompletten Tag rumgebracht. Ja. Und haben überlebt. Bevor wir hier jetzt umgebracht werden, verabschieden wir uns bei euch. Und das Fazit im Vergleich zur letzten Woche hat sich leicht geändert. Der ganze Ersteindruck, denn oder das die Empfehlung, man kann fast schon eine Empfehlung aussprechen, basierend darauf, dass da wirklich gepatcht wird jeden Tag und dass es eben auch jetzt Loot gibt, was alles geändert hat. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Spannende an diesen Early Access Dingern, wo ja so vermeintlich kleine Änderungen wie das Spawn jetzt Loot in Kisten auf einmal das Spielgefühl deutlich verändert. Also ich glaube, man muss immer noch, es muss jeder für sich selber wissen, ob ihm der aktuelle Umfang 20 Euro wert ist. Aber wenn man grundsätzlich Lust auf das Spiel hat, also man kann damit, glaube ich, schon Spaß haben. Also gerade das Crafting-System, wenn man da ein bisschen Lust hat, um rumzuspielen, ist da schon mehr drin, als man vielleicht glaubt. Genau, besonders wenn man sich mit Freunden zusammenschließt. Und ja, da muss man einfach für sich wissen, 20 Euro, ist mir das wert, wenn ich weiß, dass es Fehler gibt, die zum Tod des Charakters führen können, auch unfaire Dinge, kaputte Dinge, dass die Server nicht online sind, dass die Server abstürzen und so weiter. Das gibt es alles noch. Wenn man damit leben kann, dann kann man dabei sein, wenn ein potenziell gutes Spiel entsteht, aber so richtig gut ist es eben noch lange nicht. Mal gucken, wie es wird. Ja. Also wir bleiben dran und hoffen.